Dein erster Tag? Stadtwerke Bielefeld. Elektroniker, Elektronikerin für Betriebstechnik. Mahlzeit, ich bin Avram und das ist heute dein erster Tag in der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei den Stadtwerken Bielefeld. Hi, mein Name ist Björnhard. Wir befinden uns hier gerade im Ausbildungszentrum und du kannst uns begleiten. Und auch wir heißen dich herzlich willkommen zu deinem ersten Tag bei den Stadtwerken Bielefeld. Als Elektronikerin oder Elektroniker für Betriebstechnik wirst du eine umfassende Grundausbildung hier im Ausbildungszentrum erhalten. Dabei lernst du zum Beispiel auch Metall zu bearbeiten. Hauptsächlich geht es aber natürlich um Elektrotechnik. Hier siehst du zum Beispiel gerade, wie Björn Hart eine Messung an einer Schaltung vornimmt. Björn Hart und Afram arbeiten gerade an ihrem Auszubildendenprojekt. Was du hier gleich sehen wirst, haben die beiden zusammen entwickelt und gebaut. Hast du schon eine Ahnung, worum es sich hierbei handelt? Ja, wir würden jetzt in die Betriebnahme gehen, wenn das recht ist. Genau, dann können wir jetzt die Spannung einschalten. Hast du eingesteckt? Genau. Genau, fahr mal zu. Genau. Stopp. Fahr mal auf. Ja, funktioniert. Halt, funktioniert. Nochmal auch. Weiter. Machen wir wieder zu. Jetzt machen wir auf Zufahren, gucken, ob die Lichtschranke noch funktioniert. Ja, alles klar, sehr ja, gut. Passt. Wir müssen jetzt gleich dort oben hoch, um die Steuerungen und Sensoren zu überprüfen. In deiner Ausbildung wirst du nicht nur in der Werkstatt arbeiten, sondern an vielen unterschiedlichen Arbeitsorten innerhalb der Unternehmensgruppe. Dadurch wirst du auch in größeren Anlagen, wie hier im Holzkraftwerk, eingesetzt und lernst unter anderem mit Sensortechnik zu arbeiten. Hast du Björn Hart schon entdeckt? Ja, da unten ist er. Wahrscheinlich hat er den Fehler schon gefunden. Ja, dieser hier, das ist genau dieser. Den werde ich jetzt noch messen. Ja, die Messung scheint fehlerfrei zu sein. Wunderbar, der Fehler ist behoben. Schauen wir doch mal, womit Afram gerade beschäftigt ist. Die Sicherheitstür hat einen Defekt. Schauen wir uns mal an, was das Problem ist. Afram ist heute in der Stadtbahnwerkstatt eingesetzt und behebt einen Fehler an der Anlage. Eine Leitung hat sich gelöst, die stecken wir einfach wieder dran. Jetzt sollte die Anlage wieder laufen. Mit den Bussen und Straßenbahnen sowie den Anlagen in der Werkstatt wirst du in deiner Ausbildung ebenfalls zu tun haben. Wir sind hier in der Waschanlage für die Busse und Stadtbahnen. Als Elektronikerin und Elektroniker für Betriebstechnik wirst du die Fahrzeuge natürlich nicht waschen. Aber du kennst dich mit der Steuerelektronik aus, kannst die Anlage bedienen und natürlich auch reparieren, wenn mal etwas kaputt sein sollte. Wie du merkst, sind Afram und Björn Hart am Ende ihrer Ausbildung echte Allrounder. Ich hoffe, dein erster Tag in der Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik hat dir gefallen. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Schönen Tag noch. Ciao. Und auch wir verabschieden uns von dir und hoffen, dein erster Tag bei den Stadtwerken Bielefeld hat dir gefallen.